Viva la Revolution! Es geht weiter hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Herzlich willkommen, wir machen eine weitere... Ich lasse den beiden etwas Zeit für sich. Ja, mach Sie müssen sich entscheiden, wo sie zukünftig ihr gemeinsames Leben verbringen wollen. Keine leichte Entscheidung. Macht es, Ivo. Wir müssen uns ein bisschen umschalten. Und zwar, wir brauchen hier Licht für oder eine Fackel, damit wir dem guten Wilbo hier unten irgendeine Möglichkeit bieten können. Hallo, geh mal rüber. Damit wir dem guten Wilbo eine Möglichkeit bieten können, in der dunklen Höhle sich zurechtzufinden. Und der gute Nate schaut sich hier schon um. Das ist Nate. Für seinen Namen kann er nichts. Ich versuche nett zu ihm zu sein. Das ist sehr freundlich von dir. Das haben wir auch schon geschaut. Oh. Seefels ist eine Hafenstadt. Hier geht es ruppig zu. Mit dem Sortiment dürfte der Laden Probleme bekommen. Selbst wenn einige Seeleute vielleicht einen weichen Kern haben. Der arme Nate wird komplett verstört sein irgendwie. Schauen wir hier zu... Ein zweiköpfiger Oger. Recht selten und ziemlich kompliziert, anatomisch gesehen. Okay, können wir mit den beiden reden jetzt hier? Guten Abend, die Herren. Oh. Mademoiselle? Dicke Elfe! Mein Name ist Ivo und... ihr seid... Doch nicht etwa Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich? Doch, doch. Eben die. Es ist mir eine Ehre, Eure Hoheit. Wobei, vielleicht solltet ihr in der aktuellen Lage nicht jedem erzählen, wer ihr seid. Fette Elfe. Ich kenne immer noch nicht euren Namen, werter Herr. Oh, pardon, Durchlaucht. Bitte nennt mich Ivo. Mein Name ist Sloth. Das ist mein Bruder Grump. Grump? Ja. Vielleicht könnt ihr mir erklären, was hier geschehen ist. Ihr seid doch Zauberer, oder, Sloth? Zauberer? Ich? Nein. Warum Sloth sagen das immer? Sloth sein Zauberer. Nicht nach dem, was in dieser Stadt mit anderen Zauberern passiert ist. Was ist passiert? Ach, gar nichts. Gar nichts. Ich habe die Magie auf jeden Fall aufgegeben. Und bin deswegen kein Zauberer mehr. Aha. Schöner Laden, aber auch etwas ungewöhnlich. Zuckerwatte, Hundewelpen, Schokolade, Puppen. Es ist fürchterlich. Wir hatten eine schöne Taverne. Zwielicht, Rauch in der Luft und viel, viel Alkohol. Und jetzt? Lollis, ganz neu im Angebot. Lollis. Oh, ich mag den Grump. Ein ganzes Gebäude dauerhaft verwandelt? Das sollte eigentlich nicht in der Macht eines kleinen Mädchens liegen. Wie stellt die kleine Van Buren das an? Ich weiß nicht, was du meinst. Konspiziert ihr? Was? Wenn Leute konspizieren, Grump soll ein Ratsvorsitzender Bescheid geben. Du schnüffelst für die Ratsvorsitzende? Grump fürchtet, die Tochter der Ratsvorsitzenden könnte ihn in ein kleines Mädchen mit Zöpfen verwandeln, wenn er nicht mit ihrer Mutter kooperiert. Wir nicht verraten sollen das Tochter zaubern. Ihr konspiziert. Nein, Grump, tun wir nicht. Dann ist gut. Na. Sloth? Ja, Grump? Was ist konspizieren? Ein Freund von mir, der im nicht existierenden Widerstand aktiv ist, muss irgendwie eine große Höhle beleuchten. Ich bin kein Magier mehr und habe mit dem Widerstand nichts zu tun. Und weil ich kein Magier mehr bin, brauche ich auch keine magischen Gerätschaften mehr. Wie zum Beispiel diesen Klicker, mit dem man Sternenlicht einfangen kann. Jawohl! Gut, dass du kein Magier mehr bist. Dann kann ich dieses Ding ja meinem Freund, der nicht gesucht wird und der auch nicht im Widerstand ist, den es gar nicht gibt, geben. Warum reden so seltsam? Irgendwas hier doch nicht stimmen. Nein, du bist viel zu misstrauisch, lieber Grump.
Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Okay, jetzt müssen wir nur noch Sternenlicht einfangen. Ich nehme an, das macht man nachher oben. Aber wir haben ja die Pushkarte gar nicht mehr. Slurf hat das Ding einen Klicker genannt. Man soll damit Sternenlicht einfangen können. Ich kenne einige fluoreszierende Pflanzen, die tagsüber Sonnenlicht speichern und es nachts abgeben. Vielleicht meint er so etwas. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Können wir hier vielleicht die Flamme einfangen? Nein, können wir nicht. Wir schauen als ab. Elfe fühle ich Hitze und Kälte wenig sonst. Ja, das haben wir doch schon gelernt. Seefels ist groß. Ich sollte erst einmal alle Informationen hier oben sammeln, bevor ich ziellos dort unten durch die Stadt laufe. Okay, ja, hab's verstanden. Du willst mich nicht runterlassen, damit die Stadt einfach nicht größer wird. Okay, Sloth und Grump. Beim letzten Mal hat uns noch Grump geholfen, dieses Mal hilft uns Sloth, also ich glaube, den anderen müssen wir auch noch ausschalten. Wir schauen mal nach oben, da müssten wir doch sicherlich die Sterne sehen können. Hier können wir wahrscheinlich nichts machen. Nee. Wo ist unser lieber Timmy? Wir schauen mal noch nach oben. So, hier haben wir den Sternenhimmel. Und jetzt fangen wir das Sternenlicht ein. In Ordnung. Sternenlicht einfangen. Das ist wunderschön. Cool. Okay, und das können wir jetzt unserem guten auf Wilbur weg. Ach nee. Ach Mist, wir müssen das immer übergeben. Na. Okay, wir übergeben uns und geben den Lichtemacher, den Sternlichtfanger an Wilbur weiter. So. Vierte Elfe. Rede mit Wilbur. Ich glaube, so geht's. Ja? Ich habe ein wenig Sternenlicht für dich eingefangen. Damit sollte dein Lichtproblem keins mehr sein. Wirklich? Wow! Ich lasse dir den Klicker im Korb hinunter. Du darfst das Sternenlicht erst in der dunklen Höhle freilassen. Verstanden. Okay, machen wir. Und dafür das war jetzt mal alles. Bis später. Dafür gibt's, glaube ich, dann sogar den Erfolg. Wir haben den Klicker, perfekt. Dann schauen wir wieder runter. Gehen in die dunkle Höhle. Okay. Ich werde Remy finden. Okay. Oh, ich möchte mehr mit Timmy machen. Ich finde ihn so nett und ja. Wir in der einen Folge da auf dem So, jetzt können wir schauen. Ich bin schon sehr gespannt, wer die Typen sind. Wahrscheinlich die Statuen hier, oder? Wow. Oh, das ist aber hell. Ich kann sehen. Bei den Göttern seid ihr alt geworden. Oh mein Gott. Seid nur Statuen? Wir sind Götter, gefangen in den Statuen. Das ist übrigens eine spannende Geschichte. Könnte mir mal jemand hochhelfen? Danke. Hey, bei all dem Licht fällt mir ein Witz ein. Oh nein. Zwei Trolle schauen den Mond an. Fragt der eine, was glaubst du, gibt es Leben auf dem Mond? Daraufhin der andere, klar, es brennt doch Licht. Könntest du ihn dafür dann jetzt vielleicht mit dem Gesicht nach unten in den Sand legen? Nein, die sind alle wichtig. Also wir hatten ja schon redende Bücher und jetzt haben wir halt redende Statuen. Und ich würde sagen... Ihr seid also Götter in Statuen? Hat man euch eingesperrt?
Und so kam es, dass der junge Held die epische Geschichte vernahm, die... Die Statuen stellen uns dar. Es sind unsere letzten Zufluchtsorte. Ich dachte immer, Götter würden irgendwo schick in Wolkenpalästen wohnen. Ich lebte einst in vielen Tempeln, die mir geweiht waren. Gläubige trafen sich dort, diskutierten und beantworteten die schwierigsten Fragen. Und alle huldigten mir, Nygma, dem Gott der Rätsel. Und jetzt der gute Rätsel. Und dann hat man dich vergessen und du hast ein paar hundert Jahre Sand gefressen. Er da nennt sich Jerry, der Gott der schlechten Witze. Der Gott des Humors. Das ist Avene, die Göttin der schönen Künste. Und ich bin... Hypnis, der Schwätzer. Der Gott der guten Geschichten. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Okay, also, wir haben hier Götter gefunden. Und ich würde allerdings erst mal sagen, wir schauen uns ein bisschen noch um. Hier drüben gibt es einen Gegenstand und ich glaube, den können wir sogar dann gleich brauchen. Das ist Remis Verkleinerungsring. Dann war er hier. Okay, den können wir auf jeden Remi! Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Hier haben wir noch einen See. Dieser See sieht seltsam aus. Das Wasser ist so dunkel und irgendwie nicht richtig. Oh, es ist richtiges Wasser. Dann könnte ich einfach zur Insel schwimmen? Das würde ich an deiner Stelle nicht versuchen. Und wenn ich ein Floß baue oder ein kleines Ruderboot organisiere? Kein Boot kann diesen See überqueren, sprach die mächtige Stimme des Höchsten der Götter. Nur wir können dir erklären, wie du über den See kommst. Oh nein. Okay, na, dann müssen wir hier jetzt wieder irgendein Rätsel lösen. Und da drüben ist die Insel. Und das sieht eine so Insel im See mit den Ruinen des unheimlichsten Tempels, den ich jemals gesehen habe. Okay, da wird wahrscheinlich der gute Remy drin hocken, in dem Tempel. Nehme ich an. Und jetzt müssen wir... Schauen wir mal, ob... Guten Tag! Wünschst du mir einen guten Tag? Oder meinst du, dass es ein guter Tag ist, egal was wir wünschen? Oder dass du an diesem Tag alles schön und gut findest? Na, okay. Ich glaube, mein Freund Remy ist auf der Insel dort. Wie kann ich den See überqueren? Nun, es ist ganz einfach. Hopp, hopp, hopp. So nun nicht. Erst einmal muss er ein paar Rätsel lösen. Ach, wir hatten doch schon das mit dem Licht. Können wir jetzt nicht einfach mit der Geschichte weitermachen? Genau. Früher haben uns die Leute gehuldigt, haben uns Opfer dargeboten, haben Tempel errichtet. Ich kann euch doch keinen Tempel bauen. Nein, aber du kannst uns huldigen, damit wir dir unsere Gunst erweisen. Ihr seid spitze. Wie armselig. Du musst jedem von uns ein Opfer darbieten oder uns einen Wunsch erfüllen. Irgendwie sowas. Oh ja. Und erst wenn du drei von uns auf deine Seite gezogen hast, verraten wir dir, wie du das dunkle Wasser gefahrlos überqueren kannst. Leute, das ist kein Spiel. Remy ist vielleicht in Gefahr. Wenn er im Tempel des Namenlosen ist, mit Sicherheit. Ein Grund mehr, dich zu beeilen. Hopp, hopp, Sterblicher, erlange unsere Gunst. Okay. Wenn du der Gott der Rätsel bist, müssen wir, glaube ich, mal ein ernstes Wort miteinander reden. Wieso? Warum muss immer alles so kompliziert sein? Eine unverschlossene Truhe. Jemand, der einem ohne Gegenleistung hilft. Ist das denn zu viel verlangt? Nichts in dieser Welt, das sich zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Ja, aber Schachrätsel, um Türen zu öffnen? Komplizierte Maschinen in untergegangenen Tempeln, die völlig sinnlos gewesen sein müssen, als der Tempel noch in Betrieb war?
Meine Rede lenkt alles nur von der Geschichte ab. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ein Tänzchen aufführen, um für einen Blitzeinschlag zu sorgen, ist doch großartig. Oh, Jemine. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr hier seid und nicht einfach irgendwo hingeht, wo es schöner ist. Ich meine, ihr seid Götter. Könnt ihr nicht alles? Natürlich können wir das. Also, theoretisch. Praktisch glaubt schon lange niemand mehr an uns. Weißt du, wie Götter erschaffen werden, junger Mann? Ich dachte, alle Götter wären schon immer da gewesen. Wir erhalten unsere Macht, weil Leute an uns glauben. Es kann große Macht sein. Eine Macht, die Berge versetzen und Kriege heraufbeschwören kann. Aber wenn keiner mehr an einen glaubt, puff, dann bleibt nichts. Unsere Tempel wurden vor Jahrhunderten zerstört oder anderen blutrünstigeren Göttern geweiht. Diese vier Statuen sind die letzten Überbleibsel unserer alten Religion. Sind sie verschwunden, wird sich niemand mehr an uns erinnern und wir werden aufhören zu existieren. Oh, Jemine. Können wir das mit den Rätseln und Aufgaben nicht sein lassen? Ich müsste wirklich dringend auf die Insel. Rätsel und Aufgaben weglassen? Niemals. Also, was soll ich tun? Ich schätze mal, deine Gunst kann man nur erlangen, wenn man irgendwelche seltsamen Aufgaben erledigt. Nein, keine Aufgaben. Rätselfragen. Das ist alles, was mir geblieben ist. Wenn du mir eine Frage stellst, die ich nicht beantworten kann, hast du meine Gunst erlangt. Das kommt mir bekannt vor. Mein erstes Rätsel für dich lautet: Was hat Wurzeln, die keiner sieht? Ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht. Wie war die Frage nochmal? Ich hab's leider vergessen. Wurzeln? Ein Turm hat keine Wurzel. Ein Fluss. Es muss ein Fluss sein. Muss es? Das sehe ich anders. Die Antwort ist falsch. Habe ich jetzt verloren? Das wäre etwas unfair, findest du nicht? Immerhin spielst du gegen den Gott der Rätsel. Wir können es jederzeit wieder versuchen. Okay, Ich finde es ziemlich unfair, gegen dich ein Rätselspiel zu spielen. Das kann ich dir nicht verdenken. Schon ganz andere mussten erkennen, dass es keine gute Idee ist, einen allmächtigen und allwissenden Gott herauszufordern. Naja, so allmächtig kannst du nicht sein. Ich dachte, du bist in der Büste da gefangen. Na schön, allmächtig und allwissend in geistigen Angelegenheiten. Mein Intellekt ist deinem so weit überlegen, dass du nicht beginnen kannst, ihn zu verstehen. Wir probieren es nochmal. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Was hat Wurzeln, die keiner sieht? Ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht. Dann kann es doch nur ein Turm sein, oder? Ein Turm? Nein, leider falsch. Damit hast du wieder verloren. Kannst du... Was? Dann probieren wir Berg. Wurzeln, die keiner sieht, höher als ein Baum, wächst aber nie. Ein Berg. Es könnte ein Berg sein. Es ist ein Berg. Echt? Gut gemacht. Ich verliere immer bei solchen Rätseln. Du bist an der Reihe. Stell mir eine Frage. Wenn ich sie nicht beantworten kann, hast du meine Gunst erlangt. Okay, wir haben die Götter hier unten gefunden. Und ja, jetzt müssen wir uns eine Frage hier überlegen. Und
Ich glaube, ich nehme die zweite. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen uns das an morgen in einer neuen Runde hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Ich freue mich auf euch und bis morgen. Ciao, ciao.